Schmalspurbahnbetrieb rund um die Uhr, versprach die IG Preßnitztalbahn für den 1. und 2. Juni 2012. Und so entrichtete ich meinen Teilnehmerbeitrag, packte die Ausrüstung ein und begab mich ins Erzgebirge. In der Hoffnung, dass der meteorologische Sommeranfang auch in Sachsens Süden für geeignetes Videowetter sorgen würde. Doch weit gefehlt. Während an den Vortagen noch bei frühlingshaften Temperaturen die Sonne vom Himmel lachte, kannte sie mit den Verrückten von Jöhstadt und ihren Jüngern kein Erbarmen. Während die Vorbereitungsarbeiten im BW von Jöhstadt noch bei Trockenheit und trotz bedeckten Himmels mit hellem Tageslicht erfolgen konnten, sollte uns der erste Tag, fast pünktlich zur ersten Zugfahrt, ein wahres Mistwetter bescheren. Zum Bedauern zahlreicher Hobbykollegen kam neben der 4K 99 15 42 der Meppel zum Einsatz. Jene 99 45 11, die für die Strecken im Erzgebirge alles andere als authentisch ist. Die erste Zugfahrt erledigte aber die Meierlok pünktlich um 14.20 Uhr, die wir hier mit einem GMP an der Fahrzeughalle sehen. In Schlössel blinzelte noch einmal kurz die Sonne durch, als GMP 54204 eintraf und einen KB4 aus Gleis 3 beistellte. In Schmalzgrube sollte noch ein GGW ans Zugende beigestellt werden. Hierfür kam eine Diesellok vom Typ NS4 aus dem Jahre 1957 zum Einsatz. Vor der Weiterfahrt galt es zunächst, die Zugkreuzung mit dem aus Steinbach zurückkehrenden 54203 abzuwarten. Damit es nicht allzu trüb wird, vertreiben wir uns die folgende Regenzeit mit Gepäckverladeszenen vom Folgetag, die bei wesentlich besserem Wetter stattfanden.
Um 16.03 Uhr hat nun unser Zug 54203 Ausfahrt nach Jöhstadt. Um 17.38 Uhr trifft Dienstgüterzug 54206 in Steinbach ein, um anschließend einen beladenen Rollwagen zum Anschluss Wolf in einer Sperrfahrt zuzustellen. Als DSTG 54211 kurz vor 19 Uhr am Haltepunkt Wildbach vorbeirauscht, ist es bereits recht dunkel geworden. Die Uhr am Stationsgebäude von Schmalzgrube enthüllt, dass der folgende Zug rund 4 Minuten Verspätung hat. Nach diesem akustischen Leckerbissen ging es noch einmal kurz zur Brücke in Schlössel, um anschließend im letzten Licht des Tages gegen 21 Uhr eine Entladeszene im Bahnhof Schmalzgrube festzuhalten. Thank you.
Da meine Kamera allmählich an ihre Grenzen kam, beschloss ich, mich nach der Ausfahrt des 54214 zum Essen nach Steinbach zu begeben. Die nächtlichen Zugfahrten überließ ich den langzeitbelichtenden Fotografen und gönnte mir stattdessen ein paar Stunden Schlaf. Schmalzgrube am nächsten Morgen. Was für ein verändertes Bild, endlich Sonne! Zum Vergnügen aller inszenierten die IFA-Freunde Trebus mit einem Robur LO noch eine Umladeszene inklusive volkspolizeilicher Kontrolle. Der ist sehr schwer. Da steht wohl noch eine ganze Weile hier. Noch herrscht Ruhe in Schlössel. Doch ein kurzer Blick in die Fahrplananordnung zeigt, dass es hier gleich zu einer Zugkreuzung kommen wird. Derweil nehmen die Fotofreunde bereits Aufstellung, um die Ausfahrt des Zuges 54251 nicht zu verpassen. An der Fahrzeughalle genoss ich fast allein die Durchfahrt des PMG 24233, um ihm anschließend nach Jürstadt zu folgen. Das Umsetzen der Loks erfordert hier immer noch einen erheblichen Rangieraufwand, da die Zufahrt vom Heizhaus zum eigentlichen Bahnhofsgelände durch ein Ende der 80er Jahre errichtetes Wohnhaus versperrt wird. Arbeiten die Stiefpartner zusammen an dir, oder was? Das hält euch aber nicht am Um kurz nach 14 Uhr geht es mit dem PMG 24234 wieder auf die Strecke.
das wohl bekannteste Fotomotiv der Strecke. 4K am Wasserhaus in Steinbach. Genießen wir nun noch die letzten Szenen bei der Ausfahrt aus Steinbach, aus dem Haltepunkt Stollen und verabschieden uns dann an der Brücke in Schlössel für dieses Jahr von der Pressnitztalbahn. Schön war's, auf Wiedersehen!